Genau, und damit ein Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, genau, wir sind frühlinglich dabei, hier alles Mögliche mit dem Wasser voll zu hauen. Ja, damit das auf jeden Fall vernünftig aussieht. Das ist natürlich die Sache, warum wir das dann nicht hinkriegen. Ach so. Ach so. Und es fließt. Das finde ich gut. Ach, da hören wir es auch plätschern. Sehr schön. Okay, ich brauche mehr Wasser, definitiv. Coole Sache das. Okay, noch ein bisschen mehr. Ja, und so fließt dann auch runter. Tja, warum nicht, ne? Hat was. Ah, ich mag dieses plätschernde Geräusch von dem Wasser. Das klingt einfach herrlich. So. Sehr schön. Tja, da haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal so ein schönes Aquädukt hier oben. Das heißt, wenn wir hier auch gleich so einen Brunnen basteln, damit das ja doch irgendwo logisch ist, dann nach dem Motto, hey, von da aus kommt irgendwas. Mal gucken, wo wir den hinbauen. Hatte ich eigentlich Melonen gefunden? Ich glaube ja, ne? Und bietet uns natürlich dann auch die Möglichkeit, entsprechend hier auch Felder anzulegen, ne? Ja, das. Darum geht es mir aber so, ich sag mal, vordergründig, ne? Das ist so, dass hier jetzt so schnieke aussieht. Ja, es ist gut, super, das gefällt mir, aber wir brauchen natürlich auch Zeugs, ne? Also irgendwann müssen wir mal was essen. Und das fällt jetzt nicht unbedingt vom Himmel, wenn wir das nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, uns selbst entsprechend, also wenn wir uns nicht selbst drum kümmern, ne? So. Dililililip. Ja, jetzt bin ich am Grübeln. Wo machen wir das am besten hin? Also ich glaube, hier würde ich nur so eine Aussichtsplattform machen. Entsprechend das weiter raus würde ich das gar nicht bauen. Ja, was sonst seltsam. Genau. So. Wie machen wir das? Uah. Vorsichtig, total verschätzt eben im Springen. Genau, wir müssten jetzt hier so um die Ecke gehen, denke ich. Halt, ich brauche kurz mal die Steine wieder. Davon haben wir jetzt ja mehr als genug, also können wir es wirklich totwerfen mit. Ja, war vielleicht nicht so die cleverste Idee, davon so viel zu machen. Okay, wunderbar schnappt. So. Genau, da kommt dann entsprechend. Können wir schon mal hier fertig machen? Genau. Das sieht doch hübsch aus. So eine kleine Wasserstraße hier. Sehr schön. Ach, das glänzt so schön, ne? Wie die Sonne sich da drin spiegelt, alles. Ach, herrlich. Genau, dann machen wir hier den Brunnen hin. Tja, oder nicht? Weiß ich nicht, wie wir was machen. So wie es jetzt ist, mehr oder weniger. Und dann haben wir denn andere Steine. Siehst du, das wäre erstmal eine so interessante Sache, die wir herausfinden müssten. Sand ist doof.
Granit. Granit ist eigentlich cooler. Da haben wir viel zu wenig von. Wenn ich da jetzt rangehe. Ziehe Granit. Das sind halt 8 Stufen, ne? Hab ich denn... Oder warte mal. Stein. Diorit. Ah, super. Also jetzt auch nicht so viel besser, aber hey, immerhin. Zusammen müsste das eigentlich passen. Machen wir auf diese Art einen Brunnen. Nehmen wir nochmal das hier weg. Genau, hier hinten können wir ja breiter werden. Das ist nicht schlimm. Ich habe immer Panik, dass ich zu viel wegnehme und der Baum sich auflöst. Sehr schön. Das ist der falsche Stein. Interessant, dass er nur auf 15 Steine. Den will ich doch gar nicht. Schrecklich. Hier kommen wir auch hier diesen hübschen Stein. Ja, das sieht gut aus. Genau, machen wir das so. Warte mal, den Eimer nehmen wir auch noch mit weg. Erstmal einfach nur so eine Platzhalter schaffen. Passt das dann so 3x3? Gut, okay, da reichen jetzt die Steine für nicht aus, ja, das ist irgendwie klar. Das ist jetzt doof, ich möchte, dass nicht da unten alles kaputt geht, wo wir schon was hingebaut haben. Müssen wir das halt so machen. Beide Eimer mit Wasser sind ja voll, von da ist das nicht das Thema. Bevor jetzt unten alle Fackeln, die ich irgendwo da platziert habe, verschwinden. Nur weil ich bequem sein wollte. Das will ich nämlich dann wieder nicht, weil dann kann ich wieder nicht bequem sein, weil ich dann alles wieder neu machen muss. Und das finde ich doof. Okay. Halt. Also bitte. So. Ja, fehlen irgendwie noch 2 Steinchen, ne? So ein Kack. Ja, aber das geht, da kann man auf jeden Fall mit leben, würde ich sagen, ne? Irgendeine coole... Boah, gut, okay, die würde gehen. Genau. Dann natürlich erstmal achso, ah ja. Wir machen das mal kurz so. Warum? Ach, da fließt es raus. Ach so. Okay.
Okay, auch nicht verkehrt. Interessant ist das hier. Auch lang läuft. Aber jetzt ist halt doch das passiert, was ich nicht wollte, ne? Tja. Na gut, aber dafür ist es jetzt hier schön voll, auch wenn wir sehen, dass das eigentlich hier lang fließen möchte. Aber es bewegt sich. Wir können ja Wasser rausnehmen. Es bleibt immer noch voll. Ach ja, sehr schön. Ein kleiner Teilerfolg. Ja, wir sehen ja hier hinten in der Ecke. Da will es irgendwie raus, warum auch immer. Komisch. Sehr, sehr eigentümlich. Nee, ja, sehr, sehr eigentümlich ist auch, dass wir noch so lange in der Nacht hier wach sind. Aber hat sich halt auch gelohnt. Ne? Das mit dem Brunnen finde ich eigentlich eine nette Sache. Jetzt können wir da oben drauf. Das werden wir jetzt auch nochmal ganz kurz machen, weil das fände ich jetzt schade, wenn wir das jetzt da nicht mitnehmen. Jetzt machen wir das einmal kurz. Genau. Ja, es ist viel, viel besser. Das kann dann hier später fließen, wie auch immer es will. So, nun gut. Achso, wenn ich hier drauf stelle. Nee, also eine Strömung sehen wir zwar, aber ich werde nicht durch die Gegend geschoben. Gut, okay, ist wahrscheinlich zu flach, aber wir können halt drinnen stehen, ne? Aber ich denke, so ist das ganz in Ordnung. Nun gut, ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und der Plan und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.